Hallo, ich kenne dich schon vom letzten Jahr. Wir waren letztes Jahr mit dem Projektstand hier und freuen uns wieder mit einem Vortrag, das Projekt für die Erweiterung vorstellen zu können, die wir so hatten. Ich hoffe, dass mich jeder einigermaßen versteht, aber normalerweise ist für mich eher die Geschwindigkeit als die Lautstärke des Problems. Langsam spreche, das versteht. Kurz zu mich, wer mich noch nicht irgendwie in dem tieferen Gespräch kennengelernt hat, ich bin Benedikt Saucher, selber habe ich Informatik studiert, bin dann irgendwann Anfang des ersten zwei Semestern zur Mikrocontrollung gekommen, habe gesehen, da kann man eine ähnliche Sache machen wie mit dem Computer, komme eigentlich aus der Linux-Welt, habe früher viel in Rechenzentren gemacht, dann zu den Mikrocontrollern hin und habe dann irgendwann die größeren Mikrocontroller entdeckt, mit denen man wiederum Linux laufen lassen kann. Also alles, was man früher im Rechenzentrum oder ähnliches sowas gemacht hatte, konnte ich wieder in diese Mikrocontroller-Welt nutzen. Genau, und bin an diversen Open-Source-Projekten beteiligt oder initiiert, was einfach Spaß macht, auch da dafür zu nehmen, zu teilen, zu geben. Ein offenes, gemeinsames Netzwerk. GNU/Wort Linux, ich habe es gerade nochmal aufgemalt, wo kommt das eigentlich her? Das hätte ich sehen können, glaube ich nicht. GNU/Wort Linux, GNU/Bin ist die Abkürzung gewesen für das ganze Ding, ist einfach ein freies Projekt. Warum das Ganze? Die Idee ist eigentlich schon älter, die hat man mit der Hochschule Augsburg. Das war wahrscheinlich 2007, 2008 ungefähr, als noch nicht entweder Linux so populär war, wie es mittlerweile doch geworden ist in den letzten paar Jahren. Die Idee war es eigentlich, dass man ein ganz einfaches embedded Linux-Board für die Ausbildung baut, sodass man das verstehen kann, was da passiert in so einem System. Oft ist es ja so, dass man relativ schnell irgendwas Komplexes hinkriegt, bekommt und man hat ja keine Chancen, wenn man einen neuen ARM-Prozessor anschaut, neue Architektur, das komplett zu verstehen als Neuling. Wie geht das? Von wo kommt der Bootloader? Wie wird der rüberkopiert? Wie kommt der in den Speicher rein? Was passiert dann? Wie sieht das mit den Registern aus? Wie funktioniert das? Wie sieht der Befehlsziel? Also auch wenn man tiefer reintauchen möchte, dass man das verstehen kann, nachvollziehen kann. Und dass die Unterlagen auch offen sind. Also lernen, verstehen und dann auch später, dass man irgendwas hat, mit dem man auch nützliche Projekte bauen kann. Dass man nicht nur ein reines Ausbildungsobjekt hat, sondern dass man eben auch dann da das nützlich weiter nutzen kann, das ganze Wissen, was man gelernt hat. Und es sollte eben besonders geeignet sein für Anfänger, dass die sich wirklich dran brauchen und sagen, okay, ich probiere mal, wie das Ganze funktioniert. Wobei da hat sich die Welt auch tatsächlich immer mehr, Gott sei Dank, gedreht oder weiterentwickelt. Die Idee ist eigentlich, bei diesem Board, wer es noch nicht gesehen hat, ist, ich habe das einfache Board, mir reicht Mini-USB-Kabel, ich habe meine Stromversorgung dabei, ich habe eine serielle Verbindung direkt auf dem Board dabei, kann es anstecken am PC und kann loslegen. Kann mein Linux-System booten und kann direkt sozusagen irgendwas schon machen, ohne dass ich mehr Sachen brauche. Die ganze Software kommt von der SD-Karte, aber das kommt nachher noch. Also auch wirklich ein einfaches Handling war die Idee, dass ich auch irgendwas im Zug das man anstecken kann, machen kann und da jetzt nicht irgendwie komplizierte Setup drauf oder irgendwie Bildschirm oder irgendwas, sondern wirklich mit der seriellen Konsole draufgehen kann, die eigentlich jedes Betriebssystem, das man so kennt, hat, nutzen kann. Und was ich immer noch dann dabei habe, ist wirklich, ich habe einfache I.O.-Schnittstellen direkt dabei, also die man so braucht, digital, analog und dann typische Mikrocontroller-Schnittstellen, weil wir kommen eigentlich aus der Mikrocontroller-Welt und möchten messen, steuern, regeln. Und da brauchen wir viele solche Sachen. Wichtig ist bei dem ganzen Ding, dass man die Komplexität später entdecken kann. Also wenn man Neuling erzählen möchte, was das ist und wie das funktioniert, dann kann man den Zielgestellten irgendwie ins Nirvana verfrachten, wenn man dem mit Wissen gefallen hat. Das heißt, die Idee ist wirklich, ich möchte, dass der langsam und mit Spaß dran geht und dann immer mehr entdeckt, das geht ja auch noch, was kann ich da machen? Und sich dann das Zeug eben so nimmt, öffnet, reinschaut, verbessert und tiefer reingeht, einfach dann über Stückchenweise weiter reingeht. Viele Beispielprogramme sind wichtig, die auch im Grund auf im Board dabei sind, also wenn ich das anstecke, dass ich sofort entdecken kann, irgendwas machen lassen kann, Leuchtdiode einschalten kann, tastbar, irgendwie, dass ich schon sehe, hey, da ist was, dass ich irgendwie ein bisschen animiert werde, auch was zu machen, auf Ideen kommen, ja klar, damit könnte ich irgendwie doch meine Schildkröte besser irgendwie, oder keine Ahnung, was überwachen, solche gucken, was ich so machen kann. Alles Open Source war noch eine Sache, also auch wirklich die Layouts, dass die frei verfügbar sind, dass ich da weitermachen kann, die Software, die Tools, Unterlagen, es entstehen gerade mittlerweile Skripte, Fragebogen, Prüfungsaufgaben, auch solche Sachen, dass man die gemeinsam teilen kann, nutzen kann, um da einen ganz guten Einstieg zu bekommen. Und was ich nochmal vorhin gesagt habe, was immer wieder den Ton, messen, steuern, regeln, das ist die Idee von dem Ding sozusagen. Also ich möchte wirklich kleine Steuerungen bauen, kleine einfache Automatisierungen und ähnliche Sachen. Das Board ist relativ in der Standardversion, sagen relativ klein, 7x7 cm ist das Notwendigste drauf. Was man sieht, kommt gleich hier eine bessere Übersicht. Das sind die wichtigen Sachen, die man braucht.
Das ist der Prozessor, das ist ein ARM9-Prozessor, ist nicht der schnellste, nicht der neueste, aber mit einem relativ einfachen Umfang. Also der hat alles, was man braucht, auch aus Mikrocontroller-Sicht, also die wichtigen Schnittstellen. Hat einen einfachen Arbeitsspeicher dran, 32 Megabyte, das waren früher 8 Megabyte, hat auch locker gereicht für ein Linux-System. Das ist auch schon wichtig, dass man das mal kapiert. Ich brauche nicht gleich immer ein Gigahertz und irgendwie einen Gigabyte Arbeitsspeicher, wenn ich was Einfaches machen möchte, was da schon tatsächlich möglich ist. Wir arbeiten mit der Micro-SD-Karte, also holen alles von der SD-Karte. Mittlerweile läuft ein ganzes Debian-Dateisystem oder verwenden wir als Basis und haben da einfach hier so einfache Schraubklemmen, wo man wirklich mal irgendwie was hinschrauben kann, Taster, irgendwie einfache Sachen. Stromversorgung kann man genauso reingeben. Genau, das ist eigentlich so das Wichtigste, was man hat, Stromversorgung. Und speziell ist noch wichtig für heute, was wir nachher anschauen, dieser Connector, wo man einfach weitere Sachen anstecken kann, wo nochmal die wichtigsten Schnittstellen herausgeführt sind. Hier, das ist diese Konsole, die ich vorhin gesagt habe, also man hat direkt hier diesen seriellen Wandler mit drauf. Das heißt, man steckt es am PC an und er wird direkt als USB, serielle USB-Schnittstelle erkannt, unabhängig vom ganzen System. Also wenn ich direkt den Bootloader oder das System betrachten möchte. Es gibt mittlerweile zwei weitere Versionen. Das andere Platine gibt es, glaube ich, seit 2011 so ungefähr. Und haben das weitergemacht, eine doch mit Netzwerk, weil viele gesagt haben, sie möchten Netzwerk mit drauf haben. Die Idee bei uns war, wir kommen aus der Mikrocontroller-Welt, eigentlich brauchen wir nicht für viele Anwendungen braucht man kein Netzwerk aus der Steuertechnik. Also das ist ganz selten eigentlich gewesen. Wobei sich da hat sich das doch ziemlich stark gewandelt, das wird aber leider fast wie der noch so einfache Steuerung unbedingt Netzwerkinterface dran muss, damit man irgendwas per Webserver anschauen kann oder irgendwas ähnliches. Also ist jetzt auch hier eine Netzwerkschnittstelle mit drauf und René ist noch mit drauf und eine RTC, also eine Uhrzeit, dass man also für Login-Aufgaben was hat. Genauso ist noch entstanden. So ein Aufsteckmodul, das man einfach als Mikroprozessor verwenden kann. Also die Arbeiten gehen regelmäßig weiter. Es gibt immer regelmäßige Vorlesungen in der Hochschule Augsburg, die wird immer besser besucht. Dieses Semester sind sogar fast 40 Leute aktiv dabei, die einfach dann da auch mit Projekte machen, bestimmte Teilgebiete, die sich rausziehen, die Spaß macht, wo man so etwas intensiver weiterentwickelt. Das ist ein einfacher Prozessor, 180 MHz, 32 MB Arbeitsspeicher. IO-Schnittstellen habe ich dran, analoge Schnittstellen, das heißt, ich kann auch Spannungen messen, kann die reinholen, die Quadrat C, PWM, um das auszusteuern. Das alles ist jetzt noch Standard mittlerweile. Das Tolle ist, es braucht bloß ein halbes Watt. Das heißt, ich habe wirklich hier irgendwas, was mobiles, was machen kann. Irgendwas, wo ich nicht viel Strom habe. Irgendwas, wo ich mit dem Akku vielleicht versorgen muss oder vielleicht mit der Solarzelle machen möchte. Also das kann ich damit problemlos machen, kann das Ding durchgehend laufen lassen. Selbst wenn ich einen WLAN noch mit drauf packe, komme ich jetzt nicht auf so viele Werte mehr. Also die kann ich noch ganz gut handeln sozusagen. Ich habe nicht die Probleme. Also die USB, WLAN-Adapter funktioniert zwar. Ja genau, also wir verwenden ganz normalen Standardknöpfe, Dings. Also wir haben jetzt einmal einen 8 haben noch am Laufen, aber der ist sehr gut und intensiv getestet, der 2623 und einen 3.3er haben wir und es geht auch gerade weiter sozusagen noch, dass wir testen können. Also ganz normale Standardtechnik, genauso das Debian drunter, das ist ein ganz normales Standard-Debian. Das neue Blatt hat ja auch eine SD-Shell, also SD-Blatt-Unkürze. Immer, ja genau, die ist bloß hier in dem Fall unter dem Karten, okay. Die kann man von unten montieren. Das gleiche Prinzip, das Tolle ist auch, dass die Karten kompatibel sind. Das heißt, der Student, der kann beginnen hier mit dem ganz einfachen Board mal, das macht Spaß. Da stecke ich es an, da kann ich nicht viel falsch machen, weil das Kabel anstecken und da muss ich booten. Wenn es nicht booten, komme ich nachher noch drauf, das muss alles funktionieren, dann ist irgendwas total kaputt irgendwie. Aber das kann nichts per Bedienfehler eigentlich sein. Und dann kann ich stückchenweise auch wirklich tiefer reingehen. Das ist nichts, nur noch sowas verbauen. Wenn ich mit sowas beginne, lege ich die Hürde schon wesentlich höher natürlich, weil ich da erstmal irgendwie was hinmachen muss. Die Abstraktionsschicht ist ganz anders irgendwie. Aber jetzt kann ich ja mit dem anderen Ding meine Anwendung schon mal bauen und freue mich für den Schlitzel, wenn das passiert. Und kann jetzt einfach das neue Parallel aufbauen und kann dann das so eine Karte nehmen, stecke die da rein und sehe, der geht oder geht nicht, oder kann man nur hin und her wechseln. Aber auch da so ein stückchenweise iterativ den Prozess, den ich mir aufbauen kann. So, gewünscht ist. Die falsche. Genau. Was kann man damit machen? Das habe ich vorhin schon gesagt. Linux kennenlernen ist auch eine Möglichkeit, auch für typische Windows-Leute, die sagen, mit Linux haben wir nichts am Hut. Kann man auch sagen, schau mal her, mein Betriebssystem läuft auf irgendwie 7x7 cm und schaut doch mal rein, weil auch die mit ihrem Hyperterminal und ähnliche Sachen sich da einfach drauf verbinden können und auch ganz erstaunt sind, was man heutzutage eigentlich machen kann. Obwohl es ja jetzt nichts Neues ist. Es gibt ja für uns schon relativ lange solche Technologien. Das sieht man auch an dem Alter von dem Projekt oder von dem Board, das es schon gibt. Embedded Systeme kann ich studieren. Also viele kennen die PC-Technik, die kennen sich aus mit Netzteilen und weiß gucken, wie das alles funktioniert. Also ich kann das wirklich mal reinschauen, wie sieht das aus bei einem Embedded System, wie gibt es da auch ein BIOS oder wie funktioniert das?
Oder was los ist in dieser Frage? Oder? Okay. Also, dass ich das da einfach auch verstehen kann, nachvollziehen kann, Schaltplan anschauen kann, Routine anschauen kann, nochmal probieren kann, habe ich es verstanden und sehe ich das, wie das funktioniert. Wie läuft der Ablauf ab? Wie ist der Interrupt? Auch solche Sachen, die einfach Spaß machen sollen. Ich werde Twitter-Sprache verwenden, das ist für den Anfänger ganz gut. Also, ich kann auch relativ schnell einfache Programme schreiben, ohne dass ich irgendwie komplexe IDEs installieren muss. Ich kann mit kleinen Editoren, die auch in Linux drauf laufen, Nano, BI, müssen wir schauen, aber Nano und solche Sachen, die sind einfach für den Anfänger einfach zu bedienen. Und einfache Programme kann man relativ schnell schreiben. Datenlogger, das ist immer ein spannendes Thema. Ich möchte irgendwie mitmessen, wie viel Strom verbrauche ich, was ist die Wasserpumpe, was macht die wirklich, was rechnet mir der Strom oder der Wasserlieferant da ab. Fahrradcomputer, Kaffeemaschinen steuern und so weiter und so fort. Einfach solche Sachen, die man sagen möchte, ja, pack die doch an und probiert die mal, so schwer ist es gar nicht. Man lernt auch viel dabei. Wie geht man so ein System an? Das, was ich Ihnen vorhin schon habe, soll es wirklich vom Anfänger zum Guru werden. Das heißt, ich muss klar wissen am Anfang, wer bin ich und was will ich später machen und was darf ich so machen, was sind überhaupt für mich, welche Aufgaben. Das heißt, ganz wichtig ist, ich muss die richtigen Themen zum richtigen Zeitpunkt auch wirklich präsentiert bekommen. Oder darf sie nur sehen, wenn ich beginne gleich am Anfang mein Kernel zu kompilieren als Anfänger, damit ich mein Board zum System starten verwenden kann. Ich weiß nicht, ob das das Richtige ist, wenn der mit Linux frisch beginnt irgendwie und dann plötzlich irgendwie Toolchains runterladen muss und irgendwelche C-Fehler um die Ohren geschmissen bekommt, ob der da so motiviert ist. Oder ich sage, okay, pass mal auf, nimm lieber ein System oder eine Distribution, die geht und dann schau später mal rein, was man da selber machen kann. Und wichtig ist, das muss man sich auch beim Schreiben von Wiki-Artikeln und bei solchen Projekten sowas immer regelmäßig machen, der Anfänger ist kein Guru. Auch wenn ich nur sage, ich starte das Programm, das sage ich vielleicht irgendwie, das ist für den Anfänger neu. Also der braucht einfach kurz 3, 4 Anläufe, bis er weiß, Pumpschläger oder irgendwas machen sozusagen. Das muss man einfach immer wieder wissen und das sind die Probleme, die sich mal rausziehen muss. Es ist auch immer spannend und wichtig zuzuschauen, Neuling, und schauen, was hat der für Probleme, damit man da diese ganzen Punkte wegbekommt. Also was hier eigentlich die Grundregel ist eigentlich Stopp. Das heißt, man muss sich ganz klar sagen, ja, was bin ich überhaupt? Und dann gibt es hier dicke Wände. Und die darf man schon übertreten. Das ist ja auch die Idee von Open Source. Ich muss das nicht bewusst machen. Das heißt, wenn ich Anfänger bin, dann ist für mich die Konsole irgendwie eine tolle Sache und vielleicht Skriptsprachen irgendwo. Aber dann ist erstmal Stopp. Wenn ich das beherrschen kann, wenn ich die wichtigsten Befehle auf der Konsole kenne, dann kann ich auch stückchenweise weiter reingehen. Und kann dann sagen, ich möchte meinen Kernel kopieren. Die Besten sind immer die sagen, ja, allerdings, ich habe den Kernel runtergeladen, ich will den Originalkernel haben, will die Patche einspielen, will das kompilieren und sind Anfänger irgendwie. Und schreibt dann schon daran, dass sie den Patch-Datei überhaupt einspielen und solche Sachen. Und denkt ja, um Gottes Willen. Und dann stimmen sie nach, der Linux ist ein Scheiß, weil das geht alles gar nicht und das haut ja gar nicht hin. Das geht mit meinem anderen Windows viel besser, da steckt rein und das funktioniert. Das stimmt, aber da muss man auch das sagen, stopp, das ist falsch für dich. Hier ist dein Beginn und hier beginnst du erstmal. Und wenn du das weißt, wie das geht, und wenn du mal Fehlermeldung auf der Konsole lesen kannst und weißt, wie du das tippst und was für Tools du da hast, dann kannst du auch den Kernel, Bootloader, Toolchain installieren und ähnliches angehen. Oder gar nicht mal das Wort Patch in die Hand, in den Wort nimmt oder Debuggen. Dann erwarte ich ein gewisses, irgendwie so einen gewissen Grundführerschein der Linux und der Informatik, dass ich sowas auch wirklich aussprechen darf und machen darf sozusagen. Wenn es mich interessiert, ist immer gut, weil ich sehe, was ist mein Ziel, was möchte ich machen, aber ich muss wissen, das sind Profi-Themen. Das ist nichts, was ich mal so nebenbei schnell mache, damit ich irgendwas mache. So. Die Besten sind auch immer die anrufen, mit Linux beginnen möchten, ja, kann ich dann da auch Hardware debuggen? Als erste Frage, wo ich mir frage, ja, Hardware debuggen, ich bin jetzt schon auch nicht so alt, aber ich glaube schon mal 10 Jahre mit den Dingern dabei, ich habe 2 Mal in meinem Leben Hardware debuggen müssen, das sind dann schon die Probleme, wenn es gar nicht mehr anders geht, dann bin ich schon ganz tief drin irgendwie. Und man sagt, nee, das ist falsch verstanden. Ich versuche erst mal Hello World zum und Blink-Programm zu bringen und dann frage mal in 5 Jahren, wie hart der Debuggen geht. Das gehört jetzt gerade nicht zum Thema. Also dass man auch da wirklich diese Stoppregel einhält und den Leuten auch regelmäßig sagt, pass mal auf, das ist daneben. Das zentrale Herz von dem ganzen Projekt ist eigentlich die Homepage. Weil bei dem Open Source Projekt kann man gar nicht genau sagen, das Board ist das Open Source Projekt wie das Linux oder der Kernel oder die Beispiele oder die API, die wir haben. Eigentlich ist das Projekt die Seite, weil wir da einfach alles sammeln wollen. Das ist die große Kunst, wie wir das strukturieren und sauber machen, damit wir auch das schaffen, damit man sich da auskennt. Und weil es dann auch in vielen Themen ziemlich weit hintergeht und man ziemlich viel da reinpacken kann. Darum haben wir da jetzt einfach, was jedes typische Open Source Projekt braucht, auch ein Wiki, ein Forum, Tutorials, die dargestellt werden, wo man Neulingen irgendwie Appetit machen kann, zeigen kann, wie was funktioniert. Und jetzt muss man sagen, Bildergalerien, wo ich was lerne. Die Downloads und auch immer einfach größere Projekte zeigen kann, die damit passieren. Die man alle auf der Homepage findet. Und es geht relativ tief in die einzelnen Bereiche hier dann zum Teil rein.
das ist das Wiki. Also man, das Wiki, ja, Wiki. Also man kann sich ja auch ganz normal anmelden und auch mittippen. Und animieren auch die Leute, dass sie auch Artikel anlegen und helfen, bestimmte Sachen zu machen. Und wo einfach dann die vielen Themen beschrieben werden. Da gibt es eine Grundregel, hier ist immer so, wenn man auf den Artikel draufklickt, das kann ich jetzt gerade nicht machen, aber wenn wir zum Beispiel, man sieht man sich, hier steht zum Beispiel irgendwo was mit AD-Wandler Messwerte erfassen, die auf dem Board sind. Dann gehe ich in den Artikel rein und dann ist immer die Idee innerhalb von den ersten 10 bis 20 Zentimetern, passiert das, was man erwartet. Oder ist irgendwas ist da beschrieben, was ein Anfänger machen kann und was auch hundertprozentig immer funktioniert. Oder wenn da steht zum Beispiel ein Relais schalten. Das gibt es auch zum Beispiel. Das heißt, in den ersten 10 bis 20 Meter passiert das. Wir haben da so Tools geschrieben, abstrahiert, mit denen man das machen kann. Und erst, das ist dann gezielt für Anfänger. Und erst wenn ich tiefer runter scroll, dann wird es komplexer und undurchsichtiger. Und immer mehr technisches Zeug sozusagen ist ja manchmal schlampiger geschrieben, weil man dann ja schon tiefer in der Technik drin ist. Dann braucht man sich jedes einzelne Pünktchen beschreiben, was das ist und warum man sich tippt und nicht tippt. Das ist sozusagen die Hürde ist. Das Forum gibt es auch, ist auch wichtig, dass man, wenn du Hände oder Fragen gibt, dass man Fragen stellen kann. Das ist auch noch aufgeteilt für Anfänger, für Fortgeschrittene, für Gurus, für Projekte, für Support, also kann man genauso gut reinschauen. Die Mission ist eigentlich, wir möchten Leute irgendwie animieren, dass sie sich Sachen bauen, dass sie Steuerungen machen. Viele Ideen, die man so hat, dass man die mal versucht umzusetzen. ID-Drucker, Fernsteuerungen, ich möchte immer mal ein Fenster oben fernsteuern, Wetterstationen bauen, Haustierüberwachung. Aus, aber so einen kleinen Garten, kleine Tasche. Einfach so verschiedene Sachen, die man so täglich irgendwie ausspricht, dass man die mit einer Linux mal umsetzt. Und dafür ist neu, dass wir gemacht haben, viele kleine Module entwickelt. Und dafür war die Schnittstelle voll wichtig, wie ich gesagt habe. Das heißt, die Module bieten jetzt genau das, dass ich sage, ich kann einfach irgendwie meine Außenwelt oder meine echte Welt mit dem Betriebssystem verbinden. Das heißt, wir haben wieder Module, Temperatursensoren, Relaiskarten, ein Ausgabekarten, Schrittmotorkarten, Uhrzeit, Displays, CAN, LAN, AD-Wandler. Einfach so diese Sammelsurium und Boards, die auch alle frei sind, die Layouts, die kann man sich genau selber nachbauen. Die gibt es auch fertig schon, aber könnte man, fahren wir so einfach sagen, wie so einen Temperatursensor, die gibt überall Quadratreichelt und ich weiß nicht, was es in Österreich gibt, an verschiedenen Stellen ohne Probleme. Und die Idee ist eigentlich, dass ich mir wirklich sage, ich habe eine Idee, ich möchte irgendwas Bestimmtes steuern, dann muss ich die Temperatur erst erfassen und dann will ich irgendwie mit dem Motor irgendwas bewegen und dann mit dem Display möchte ich sehen, was da los ist. Das heißt, es sollte wirklich dann so sein, ich kratze mich vor mir am Bauch, muss irgendwie schaffen, was ist da los, ich brauche auch mal mein Board, irgendein eins von denen, nehme doch meinen Temperatursensor dazu, habe hier eine fertige Schrittmotorlösung, die ich zusammen brauche, habe ein Display, mit dem ich was anzeigen kann und habe dann noch so einen Verteiler, wo ich das alles zusammenstecken kann und von da aus dann sagen, einmal aufbauen kann. Also kann ich das relativ schnell am Tisch aufbauen und zusammenstecken, so wie ich das brauche. Und zu jedem Modul gibt es auch wieder im Wiki eine intensive Seite, wo das beschrieben ist und man eigentlich alle sieht, wie das so funktioniert, diese ganze Sammlung. Für die Techniker unter uns ist hier kurz, ist halt so ein Standardstecker, den wir da gemacht haben. Das heißt, hier kommt die Stromversorgung mit, hier kommt eine wichtige Mikrocontroller-Schnittstelle, das SCL, SDA, das liegt für 3C, oder SPI kommt raus, analoge Eingänge sind da, und digitale Bits haben wir auch noch mit rausgeführt. Einfach so ein kleiner Stecker, auf dem die wichtigsten Sachen mit draufgepackt sind, damit ich solche Module mit dran bauen kann. Und dann eben auch einfach das Flachbandkabel, dass ich auch das gut verkabeln kann. Also auch wenn ich sage, ich möchte das jetzt nachher doch vielleicht in meinen Keller fest reinbauen und eben so, dass ich halt, kann einigermaßen professionell aufbauen. Dann brauche ich halt nicht gerade diesen Verteiler, weil der dann eher unpraktisch ist, weil es wird immer so ein großer Stern irgendwie, den man zusammensteckt, dass man ja sagt, man braucht ein Flachbandkabel, das man von einem zum nächsten weitersteckt, weil es alles nur eine komplette gemeinsame Verbindung ist. Und das Tolle bei dem ganzen Ding ist eigentlich, für jeden dieser Module gibt es in den Debian-Systemen ein kleines Programm. Und wir schauen uns gleich mal an. Das heißt, wenn wir zum Beispiel dieses Global Temperature nehmen, das ist dieses Temperaturmodul, das ist ein ganz klassischer LM75. Das ist ein uralter Temperatursensor, der ist in dem PC verbaut, mit IQHC sozusagen. Und es gibt ein kleines Tool, das kann ich anschmeißen, wenn ich das Board angesteckt habe, und dann muss die Temperatur rausplumpsen auf der Kommandozeile. Das ist das, was ich erwarte. Und das passiert geht mit jedem Modul. Das heißt, auch wenn ich den Schrittmotor angesteckt habe und ich rufe das Programm auf, da muss ich einmal die Hilfe aufrufen und muss ich eine Position angeben sozusagen. Dann dreht sich der Motor dahin, wo ich ihn möchte.
Das gleiche ist beim Display. Das ist hier dieses Tool. Das rufe ich auf und dann steht das Wort auf meinem Display, was ich da gemacht habe, wenn ich das in der Konsole reintippe. Also ich kann relativ schnell mal sehen, ja, die Dinger funktionieren. Jetzt habe ich das Skript geschickt, wie soll das Ganze machen. Es gibt dann noch eben für den, wenn ich das Skript schon ein bisschen besser fand, eine BR-Option. Das heißt, das Programm gibt dann Klartext zurück. Am Anfang, das macht ja sogar noch ein bisschen so spielerische Wörter zurück, sagt, pass auf, Pin ist auf High oder irgendwie so, dass man das versteht. Wenn ich sage, ich möchte aber jetzt ein Programm schreiben, wenn es 1 ist, dann soll ich das machen, dann kann ich mir einfach Plaintext ausgeben, ist einfacher zum Parsen. Oder mit minus J kann ich mir mal das JSON-Format ausgeben, dass ich sehe, was da los ist. Jetzt will ich einmal kurz euch zeigen, wie das so aussieht. Ich habe jetzt hier mein Plugin-Board angesteckt, den Temperatursensor. Jetzt schauen wir einmal mein Plugin kurz zu, von dem System, über die serielle Konsole. Ist der Bootloader, der kopiert den Kernel von der SD-Karte in den Arbeitsspeicher rein und startet die ganz normale Kernel gleich. Das ist die ganz normale 2.6.23 und 33 und hängt das Dateisystem ein. Ist schon passiert. Und das ist ein ganz normales Debian-Dateisystem. Auch dieses Dateisystem ist auch beschrieben, wie wir das bauen, als wenn wir auch so da interessiert, wie machen wir das überhaupt, gegeben ist, sieht man nachher immer tiefer rein. Braucht relativ lang zum Starten. Ist klar, weil es ein Debian-Dateisystem ist. Aber auch das ist nachher beschrieben, wenn ich sage, ich bin jetzt fertig mit meiner Anwendung. Jetzt möchte ich sie einschalten und möchte sie auch 30 Sekunden später nutzen, kann man das genauso machen. Weil das Debian ist gut zum Entwickeln, da habe ich viel, einfach viel Komfort, den ich habe. Aber nachher, wenn ich mein Programm geschrieben habe, dann habe ich meistens maximal einen Webserver, mein kleines Programm, was ein bisschen steuert irgendwie, und dann nachher eine Konsole, dass ich ab und zu mich einloggen kann irgendwie. Und das kann ich auch mit dem eigenen Startskript machen, wo ich jetzt nicht die ganzen Debian-Sachen starten muss, sondern die ganzen Dienste, die im Hintergrund laufen. Auch sowas wird dann einfach gezielt schafft, zum Abstrichen. Den ganzen Mal angemeldet auf der Konsole. Und jetzt ist eben die Idee mit diesem Google, hier Plugin, drückt Tab und dann fliegen mir die ganzen Tools schon um die Ohren eigentlich, die es sozusagen gibt. Jetzt will ich hier ein bisschen Power und immer, das liegt an der Größe von Dings. Das heißt, wir haben jetzt hier auch so viel, einfach so hier, das wäre jetzt der Plugin LM75, das ist eben der Tool für die Temperaturschaltung, die hier mit angesteckt ist. Das heißt, ich tippe das rein, rufe das aus, die dritte Temperatur und habe das sozusagen geschafft. Und das ist eben das Wichtige bei jedem dieser Module, dass das immer passiert am Anfang, was ich machen möchte. Wenn ich sage, ich möchte jetzt lieber Plaintext machen, nicht das hier, oder ich sage, ich möchte dieses JSON-Format haben, geht das genauso. Das gleiche geht zum Beispiel, wenn ich hier eine Relais-Karte da auch anstecken kann oder auch parallel anstecken könnte. Dann gibt es ein Tool, das heißt Knubi und Relais. Genau, kann ich mit minus P, gebe ich den Port an, Port 1, minus Output 1. Und wenn wir leise sind, hören wir so ein bisschen. Und die Vorderen haben es gehört irgendwie. Das ist ein Relais, was ich schalten kann. Und das kann ich jetzt stundenlang so weitermachen mit dem Display, mit der AD-Karte, mit der RTC. Das können wir wirklich da so Programme bauen. Das ist das A und O, das muss funktionieren sozusagen. Auf jeden Fall ist das, was im Video steht, ich muss es wegkopieren können, ich muss es reinkopieren können und schaue, was los ist. Es gibt halt solche Sachen wie zum Beispiel, ich muss hier Adressen einstellen. Ich kann mehrere dieser Module anstecken. Da haben wir aber so Standardadressen draufgemalt. So muss es gestampft sein oder gesteckt sein, dass es funktioniert irgendwie. Aber das ist dann im Wiki auch wieder beschrieben, das sieht man dann wieder ganz gut, wie das eigentlich so funktionieren soll, damit man das so ganz gut schaut. Das gleiche, was wir auch gemacht haben, ist zum Beispiel für diesen WLAN-Stick, WLAN-Einrichtung der Linux auf der Konsole, ist jetzt nicht das allereinfachste für den Anfänger. Da gibt es ein Tool, das heißt Google und WLAN. Und da sieht man, wie einfach man sich verbinden kann. Das heißt, ich gucke es auf, wenn der Stick angesteckt ist, die wir halt beschrieben haben am Anfang. Ich mache minus S für die SSID von meinem Access Point, gebe ich an, gebe noch den Schlüssel an, gebe noch an, kriege meine IP-Adresse und schon bin ich online. Also auch das ist wirklich dann schnell und dann kann ich sofort irgendwas machen. Ich muss da nicht irgendwelche Konfigurationsdateien verwenden. Im Hintergrund machen wir natürlich klassisch WLAN konfigurieren. Aber das ist dann erst die Stufe, wenn ich sage, na okay, ich bin fortgeschrittener, wie geht denn das? Ich möchte irgendwie nicht mit WPA2, sondern keine Ahnung, ich habe was Neues ausgedacht, kann ich dann auch wirklich dann da reingehen und kann dann die echten Tools kennenlernen und kann dann da tiefer reinschauen. Ist auch wieder ein Wiki-Artikel von WLAN und so, dass ich dann am Schluss sehe, ja, was sind das für Original-Tools, wie geht es eigentlich, was passiert da und dass ich immer tiefer reinrutsche. Genau. Das sind so diese Dublin-Tools, die schon mal für Anfänger das Leben ganz drastisch sozusagen vereinfachen. Und das auch hier oben an das Google Cam, das ist für eine Webcam. Das heißt, ich stecke eine Webcam an und ich kann mit der einen Snapshot einfach machen mit dem Tool, also mir einfach Bild abholen. Oder ich kann mir einen Stream starten, mit dem ich dann auf den Browser darauf zugreifen kann, dass ich so einen Livestream bekomme von der Kamera. Und auch das ist wieder ganz spannend, wenn man es irgendwo einbauen möchte.
Das war jetzt die Demo, was wir gezeigt haben, das auch funktioniert hat. Das Tolle ist eben auch hier bei das Modul genauso alle verfügbar, die Daten, also die Stücklisten, Schaltkarten, die Dateien oder es gibt auch eben fertige Module, fertig bestückt zu kaufen. Wenn man sagt, das ist einem so kompliziert zu machen. Das findet man auch alles mit der Google Homepage. Das war jetzt der Punkt, den wir aufgebaut haben für die Anfänger, weil da kann ich nur relativ schnell Programme laufen. Da tun die Leute mal animieren, die sollen sich eher mal irgendwie ein einfaches Python oder Lua oder Shell-Skript bauen, um da irgendwas Einfaches zu machen. Mit diesen Kommandos. Das geht eigentlich relativ einfach. Irgendwas aufrufen, zurück und auswerten. Frage, also das eigentliche Programm, um irgendwas zu steuern, würde ich dann als Shell-Skript schreiben und starten? Ja, genau. Das war immer die Idee, die wir den Leuten gesagt haben. Ich meine, das kann man so ein bisschen spielerisch machen. Ich kann sogar, wenn ich will, erstmal die Anwendung von Hand simulieren. Also wenn der Professor nicht zuschaut oder ich gerade nicht kapiert, dann kann ich sogar eben das schnell so machen, der freut sich, ah ja, das geht ja, abgenommen. Aber ich kann wirklich da sein, ich baue mal einfache Sachen. Dafür ist eigentlich alles Zeit sparen, so gut da. Wobei die Leute, die mir näher gesagt haben, nee, C++ und C wollen sie programmieren, die richtigen Männer, macht ja irgendwie so. Die sind gerne. Das heißt, was wir jetzt heute gemacht haben, ist, dass wir auch hier schaffen haben. Wenn wir da flexibel sind, ist das okay, wenn ihr mehr haben wollt. Dann sieht ihr die auch so. Und haben eben komplett zum C++ eine API geschrieben, dass alle Funktionen wirklich in C++ ansprechen können. Das heißt, die Leserbahn, die wir Leuchtturm drauf, ist unter dem Leser nebenan, die ist Leuchtturm 3. Das ist auch wichtig, diese Leuchtturm 3, die ist überall, auf jedem aller Boards zusammen drauf, dass man immer sieht, ob das passt oder nicht passt. Und habe jetzt hier eine ganz einfache Sprache sein oder einfach ein Programmierinterface, mit dem ich die steuern kann. Also ich muss hier aber kurz sagen, ob das ein Ausgabe-Pin, da ich meine Endlosschleife und kann the write, also kann einmal High ausgeben, macht 2 Sekunden Pause und gibt ein Low aus danach noch und das endlos. Also habe ein Mini-Programm in C++ geschrieben, also auch eigentlich ganz einfach. Wir haben da auch wieder hier ganz stark versucht, eine einfache API aufzubauen. Die sind dann Arduino angenehm und ein bisschen so ein Mix aus C, C++, da wo uns das C-Zeug besser gefällt, nehmen wir das hier, wo C++ besser geeignet ist, nehmen wir das hier, damit es relativ einfach wird. Der Profi, der nimmt sich Sachen schon selber her, der braucht das alles nicht irgendwie. Aber wichtig ist auch, wenn er präsentiert auf der Wiki-Seite auch, dass da nicht irgendwelche Pointer, komplizierte Sachen rumhüpfen, sondern dass es wirklich alles relativ einfach ist, dass er sagt, okay, das kapiere ich irgendwie. Und dass wir auch sogar das so weit schaffen, dass man mit einem Editor, mit Autocomplete ganz gut programmieren kann, ohne dass ich da kompliziert das verstehen muss, sondern wirklich relativ schnell das Ganze aufbauen kann. Eingangspin ist genau das gleiche, das ist ein Digital Read. Das ist noch Anschlussterminal dran, mit dem man das Ganze machen kann. Was ist analoger Eingang? Das ist dann hier mit dem ADC, ebenfalls ADC Get Value. Da gibt es ja noch andere Methoden, wo man dann zum Teil Spannungen direkt bekommen kann und umgerechnet irgendwas, dass man nicht nur die Werte vom AD-Wandler bekommt. Und das Ganze ist eigentlich, dass wir das auch das heute minimiert haben, das ist zwar ein Projektordner, ist diese API auch wieder ein ziemliches Ding, wie bei Google eigentlich im Hintergrund alles, aber wir haben es nach vorne hin, haben wir Skripte geschrieben, mit denen wir 2 Dateien erzeugen. Das ist die gnublin.h und die gnublin.cpp. Und nur diese beiden Dateien muss ich einbinden. Da rennt zwar im ersten Moment der Informatiker auch nicht davon, sagt, ja, seid ihr wahrlich, ich habe das echt aufgeteilt, tolle Strukturen und sowas, aber das ist auch egal. Weil es wesentlich einfacher so zu bedienen ist für den Anfänger. Und wenn ich es dann kapiert habe, dann kann ich ja nachher den richtigen Ordner nehmen, den wir da haben. Und dann einen richtigen Projektordner, in dem es auch aufgeteilt ist, wo ich mich auskenne. Wo sind die Module, die da hängen zusammen. Und, aber in dem Fall ist es einfach, dass ich die 2 Dinger mir runterlade, reinpacke. Und wenn ich da was suchen möchte, habe ich halt irgendwie 20.000 Zeilen sagen, vor mir. Das ist zwar nicht so viel, aber das hat eigentlich schon irgendwie 40 Kilobyte, glaube ich. Aber dann, wenn ich den suche, dann habe ich ja schon erst die Hürde gemacht, das ist ja cool. Also dann geht es ja weiter bei dem sozusagen. Dann ist es genau erreicht worden. Vorher kann ich suchen, wenn ich vorher auf dem Zeug gekommen bin, wird irgendwie der Regen geht, das ist zu kompliziert, dann höre ich auf. Das kann man auch verfolgen im Wiki. Und im Forum wird gerade fleißig diskutiert. Für Anfänger haben wir jetzt auch noch Anleitungen geschrieben. Einmal mit Codeblocks, ist ja sehr populär mittlerweile. Eclipse gibt es auch eine Anleitung, wie ich mir einfaches Programm in Eclipse schreiben kann, über Codeblocks. Davor ist mir kurz immer beschrieben, wie ich meine Toolchain installieren muss, die brauche ich nämlich nachher, weil ich ja für einen ARM-Prozessor komponieren muss, nicht für einen PC x86, aber das ist eigentlich alles sehr, sehr einfach und klar beschrieben, damit man da nicht so in komplexe Anleitungen. Ich kann da wirklich hier so tolles Autocomplete nutzen,
dass ich sage, ich brauche, dass ich durchgehend in der API rumschlüpfen und ich ungefähr schon mir vorstellen könnte, was passieren müsste, kann ich das total fast intuitiv schaffen. Es gibt auch wieder für richtige Männer ein richtiges Beispiel mit Bankfile, also wo ich dann keine Entwicklungsumgebung brauche, wo ich auch das dann so einfach für mich selber bauen kann, nachbauen kann und genauso wieder mein Programm blinken lassen kann. Also für jeden eigentlich was dabei, normalerweise nicht in diese ganze Welt einsteigen kann. Es gibt eine Referenz, die online geht, wo alles beschrieben ist. Auch hier zum Beispiel ist der Temperatursensor wieder. Kann ich die Adresse definieren, die Temperatur abholen. Ein Display ist wirklich schön. Einmal kann ich ruckzuck was am Display anzeigen. 2x16 oder 4x20-teilige Displays. Grafische Displays kommen jetzt auch langsam dazu, wo ich relativ auf diese einfache Art und Weise immer was laden kann. Analog, es geht unten noch weiter. Was neu dazu kommt, das sieht man hier. Das sind auch so Teilbar-Funktionen, dass ich sage, ich habe irgendwas, was periodisch aufgerufen werden soll. Oder so Event-Klassen. Dass wenn an dem I.O. bin, was passiert, dann soll er mir eine Funktion aufrufen, dass ich was machen kann. Dass es so weit abstrahiert ist, dass ich nicht selber Iterationen schrauben muss im Kernel. Oder erst dann, wenn ich so weit bin sozusagen. Aber für den Anfänger, das ist ganz gut. Ich glaube, ich habe hier die zweite Hälfte gemacht, genau. Oder was wir auch wollen, das wissen wir alles, die ganzen Hardware-Sachen, René, I.O.-Expander, Echtzeituhr, ADC und so weiter, interne Schnittstellen, X100C, SPI, PWM und eben auch hier CSV-Dateien zum Parsen, zum Lesen, zum Schreiben, das braucht man immer in kommerzielle Listen, wo ich Werte wegspeichere, die ich später in meinem LibreOffice-Service irgendwie anschauen will. Ini-Parser, Zugriff für Datenbanken, E-Mail zum Verschicken. Also, dass solche einfachen Funktionen ebenfalls mit der API drin sind. Okay, ich möchte unbedingt, wenn da was passiert, ein Foto schießen und das Foto möchte ich per E-Mail an mein Smartphone schicken oder sowas. Das sind auch bloß so ein Zehnzeiler eigentlich sein sollte, dass das alles mit abgebildet ist. Viele so typische Sachen, die ich machen möchte. Hinten guckt man das in dem Wiki, das war das Wiki hier, ist neu, so ein Bereich, der ist rot markiert hier auf der Folie. API, ich stehe auch dran, ist wirklich brandneu, steht dran. Die Leute sollen es testen und geht einfach gut weiter. Also die nächste Woche wird dann mehr veröffentlicht. Auf Veranstaltungen frage ich mich mal viele, das ist ja sowas wie Arduino. Ja, das ist sowas wie Arduino und du hast ein Linux drin. Also kann man schon so sagen, wenn man will. Wenn man ein Linux will, dann haben die ganzen Möglichkeiten von einem Linux-System. Wir haben Webserver, wir haben Protokolle, wir haben auch einen Treiber, wir haben tolle Geräte. Also da sind einfach viel flexibler, was man reinpacken kann, was man noch machen kann. Also öffnet das Ganze mehr. Was auch typischer sein wird bei solchen Systemen, dass man sich so ein Linux-System nimmt, so als Hauptschaltung, als Herz der ganzen Anwendung, und dass ich dann eher so kleine Arduino und kleine Mikrocontroller außen rum habe, als Co-Prozessoren, die mir schnell irgendwas auffassen und irgendwas Schnelles machen irgendwie. Da wird sich die Welt eh wahrscheinlich in die Richtung so ein bisschen hinwandeln, dass das Ganze so passiert. Was wir noch neu haben, ist eben, seit dieser Homepage ist das Projekt, habe ich vorhin gesagt. Da müssen wir halt viel mit Marketing in Anführungsstrichen arbeiten, dass wir Anfängern das schmackhaft machen. Was soll das sein? Da haben wir jetzt ein Punkt-Tutorial reingemacht, wo wir so ganz leichte Kosten, also immer mit Filmen und YouTube-Zeug und irgendwie Anfängern zeigen, schauen wir her, wie einfach das geht. Und dass ich das auch nachvollziehen kann, wo wir zeigen, dass ich versuche, so neue Leichtigkeiten reinzubauen, dass man sagt, okay, das macht mir auch Spaß, ich probiere es doch mal irgendwie sowas zu machen. Dann ist noch mal ein beliebter Punkt, was ist der Unterschied zum Raspberry Pi? Raspberry Pi kann ja nicht falsch machen. Das stimmt, die sind aber etwas technisch unterschiedlich. Ich habe halt beim Raspberry Pi wesentlich mehr Rechenpower als bei einem Knuddeln-System. Beim Raspberry Pi weiß ich nicht, Layout und Schaltplan, ich glaube, die sind nicht veröffentlicht. Also Schaltplan schon, aber ich glaube, die, wenn er sagt, ich möchte mir ein eigenes Raspberry Pi bauen und er möchte irgendwie die Schaltung erweitern, kann ich das nicht machen, außer ich bin da falsch. Bei Knuddeln kann ich wirklich auch die IDE-Dateien, so heißen die, herunterladen und weiterbauen. Der Motor braucht es nochmal irgendwie hier wesentlich für so mobile Anwendungen wesentlich interessanter bei dem Sonnensystem. Aber auch für die ganze Raspberry Pi-Geschichte ist ja das Gleiche. Wo sagt, wenn ich doch mehr Rechenleistung brauche oder ich habe sie, ist es so, die ganzen Module und die API und die Tools sind ja für alle Embedded Linux-Systeme spannend. Egal was ich habe. Das heißt, was wir jetzt ganz neu gemacht haben, ist so eine Adapterplatine, die stecke ich aus Raspberry Pi drauf. Das sind die Standard Raspberry Pi Anschlüsse, habe dann hier die Standard Knuddeln Connector drauf und kann wieder ganz frei die ganzen Module verwenden. Und auch die API und die Tools, die werden dann eben, da sind wir gerade dabei, dass wir die zu unterstützen bringen, dass ich auch die dann genauso nutzen kann. Also ich kann dann auch dann da in meinem Raspberry Pi in die Mitte stecken, als Herz der Schaltung und kann dann hier diese ganze Vielfalt, da will ich noch viel mehr, stehe ich gerade irgendwie nutzen einfach und kann da sagen, wirklich noch tollere, größere Sachen bauen. Oder noch mächtigere Dinge. Wir haben als einen großen Punkt auch so eine Distribution in Anführungsstrichen, wobei es ja bloß eigentlich die Sammlung ist von den Sachen. Also hier wir haben ein Grundsystem, wir haben verschiedene Kernel, die wir dann pflegen und die wir dann mit reinpacken. Bootloader gibt es verschiedene,
Also vor allem, wenn man dann später mehr wissen will, wie es geht. Ja, wir haben viele Beispielordner, die mit im System drin sind und eben auch diese Nuklearpakete Tools, die wir damit reinbauen. Wir haben einen Nice Build-Server, so heißt der, der jede Nacht eine neue Distribution für uns komplett baut und generiert, die man nachher für den Anwender anbieten kann. Weil irgendwie muss ja die ganze Software auf die SD-Karte kommen. Und das ist die nächste Hürde gewesen immer. Da haben wir jetzt hier so ein grafisches Tool, das sieht man zwar sehr schlecht, aber oben, also das startet man am PC, erkennt die SD-Karten, die eingesteckt sind, und dann wähle ich nur die SD-Karte aus und sage eben, pass auf, welchen Bootloader will ich haben, da gibt es hier einen Punkt, fetch from bluebin.org, also sich aus dem Netz herunterlädt. Das Root-File-System soll sich direkt herunterladen um den Kernel, dann gibt es den Start, dann zieht er sich aus dem Netz herunter und presst es direkt auf die SD-Karte sozusagen drauf. Und auch da werden dann stückweise immer mehr Distributionen reinkommen und sagen, kann ich auch sagen, ich möchte jetzt von gestern Nacht nehmen, weil da hat jemand beschrieben, da geht das und das schon. Oder ich sage, nee, interessiert mich nicht, irgendwie, ich mache das selber. Es gibt auch schon Fettabmöglichkeiten für SD-Karten und solche Sachen in dem Tool, dass ich das ganz einfach schaffe. Das ist in die Switcher geschrieben, auch das ist ganz normal frei verfügbar. Auch da kann man gerne weiter studieren, wie sowas funktioniert und wie das Ganze gemacht wird. Jo, das war so der aktuelle Status. Also, ob noch eine Frage hatte. Wie ist es mit den Kosten? Wie viel kostet der Mikrocontroller? Das ist ein. Der eine Mikroprozessor ist ein ganz einfacher hier. Also, das ist ein Low-Cost A9. Was kostet das ganze Mikrocontroller? Das ganze Board sozusagen. Ja. Das ganze Board ist zwar auch eine Bedingung am Anfang, die habe ich mittlerweile rausgelöscht, dass so ein Ding nicht mehr als 50 Euro kosten darf. Aber in dem Fall war das immer bei Dublin mit allem drumherum. Also mit SD-Karte, mit den ganzen Steckern, die ich brauche, mit Kabel, die ich brauche. Also, wie gesagt, ich stecke es an und ich lege los. Darum liegt die Version eben bei 50 Euro, 49 Euro mit allem drinnen, sodass ich wirklich sofort loslegen kann und starten kann. Das ist das Nuklinkit, oder? Das ist, genau, das ist das mit der LAN-Schnittstelle und das andere, das ist hier dieses Standard-Nuklin, was man sagen war, wo keine LAN-Schnittstelle dran ist, wo wir per USB gemacht haben, mit WLAN oder mit richtigen LAN. Es gibt auch mittlerweile Gehäuse, da haben so ein paar Leute in Berlin freie Gehäuse gemacht, also so Laser ausgeschnitten, dass man sich nicht einpacken kann. Also auch da geht es so langsam immer weiter in die Entwicklung. Verschiedene Bereiche. Gibt es auch irgendein Modul für Sound-Ausgabe? Also es ist einmal Sound im Wiki beschrieben, eben wie man mit USB-Audio-Stick Sachen was ausgeben kann, das sind ein paar beschrieben. Genau. Oder es gibt eine PWM-Einheit auf dem Ding drauf, da haben wir auch schon mal ein bisschen was quaken lassen, aber es ist mehr so. Sprachausgabe. Also wenn es eine klare Sprachausgabe sein sollte, dann muss man sich mit der Soundkarte verarbeiten. Aber es gibt einen Artikel drüber, eben Nubian mit Soundkarte. Und ist jetzt angedacht, das Ganze wirklich auch auf Raspberry zu portieren, sodass das wirklich vom Prinzip her gleich funktioniert? Das ist auch, ich stecke die SD-Karten rein. Also es gibt von einem Projekt eine SD-Karten, ich stecke die rein und dann kommt das. Genau. Ist dann ein Debian, das an Raspberry läuft und läuft die ganze HP dann mit? Genau. Also, die sind dann quasi dann portiert, die ganzen Pakete werden eh schon alles ganz laufen, war das wir am V5, wir am V6, aber da wird es noch viel mehr geben in Zukunft an verschiedenen anderen Boards, wo wir eh dann sagen müssen, dass es wurscht, was drunter ist, weil wir wollen allgemein nur zeigen, so einfach geht es und wir möchten diese Schicht quasi schaffen. Ich hätte eine Frage, und zwar, Dezibel ist das eine tolle Geschichte, aber für sehr einfache Steuerungsaufgaben und die wir mit E-Schalten und Temperatur messen, eventuell noch überdimensioniert haben. Das sollte von Fix eigentlich Bestrebungen oder Möglichkeiten, das wir von Abend Cortex empfehlen, das auch noch runter zu portieren, oder ist das dann schon zu wenig für. Nee, also die API, das machen wir gerade. Das machen wir gerade nicht, wir haben gerade eine Bachelorarbeit ausgeschrieben, dass jemand auch die API einfach auf Cortex umschreibt, weil dann kann ich mein Programm in dieser API schreiben. Und dann kann ich sagen, das war jetzt schön mit Linux zum Entwickeln, jetzt reicht es mir aber, dass ich wirklich auf so einen Cortex wieder wechseln kann. Also den Wunsch haben wir genauso, das kann man auf die Controller-Welt. Ich habe gesagt, ich brauche das nicht, wenn es wirklich einfache Sachen sind, dann passt es. Das ist ein Logis. Also man muss die API sozusagen, die API, die wir geschrieben haben, muss bloß eben überführt werden, dass dann eben genau das mit der richtigen API macht, was man will. Bei momentanen Googling ist es dann auch möglich, dass zum Schluss sagt, das Projekt habe ich jetzt kompiliert und möchte es jetzt ohne Linux, also direkt nur die Anwendung, die Applikation laden. Wenn wir diesen Schritt gemacht haben, dass wir das halt auch direkt aufs Plane, aufs Ding gemacht haben. Guter Ansatz ist der Bootloader, der dabei ist. Der Bootloader ist auch in C direkt geschrieben und der hat auch schon ziemlich viel Hardware da, wo man auch den zumal als Basis dann von uns nehmen könnte, das Programm. Aber das ist auch ein guter Tipp, also das haben wir gar nicht, dass wir selber das auf dem Linux, also auf dem Google nachher sagen, das passt alles, Linux weg, und einmal dann drauf laufen lassen, das stimmt natürlich genauso. Wobei ist die Frage, was mir das dann so viel bringt, außer dass es cool ist. Weil.
viel mehr Strom, weiß ich gar nicht, wie viel ich brauche, weil das Linux, wenn es nichts macht, dann macht es nichts. Wie schnell das startet, aber nicht. Ja, wobei das Linux startet jetzt bloß so lange, weil ja das gestartet wird. Also ich kriege auch den Linux innerhalb von 100 Millisekunden, wenn ich es hardcore hin will hin. Also, aber die Idee finde ich auf jeden Fall super spannend. Die Frage über, braucht er nicht, der braucht wahrscheinlich sogar mit Linux weniger Strom, als wenn ich das Paint drauf fahre, weil das Power Management wegfällt, oder? Ja, kommt drauf an, was man wieder. Also ja. Jetzt muss ich das Power Management selber schreiben. Ja, wobei das auch nicht komplett ein PC ist, das unterstützt komplett. Es gibt zwar schon Power Management, das mit drinnen ist sozusagen. Ja, man kann auch gewisse Sachen abschalten, oder? Ja, also, aber das muss intensiv wieder reingebaut sein. Das ist beim Also ist das nicht drin? Nein, das ist selten bei solchen Sachen eigentlich, dass es so intensiv gemacht ist, weil also, man kann schon gezielt auch irgendwie die AD-Wand abschalten, die Timer abschalten, die Grafik abschalten. Wenn das was hier nicht vorgesehen. Ja, nein, ich weiß nicht. Wüsste ich gar nicht, wie weit das in dem Patch gemacht ist. Wir haben den Patch von dem Prozess auch nicht selber gemacht, was da tatsächlich alles gemacht ist. Aber viel kann man sich nicht spannend, stimmt. Das ist ein paar Mini nachmachen. Ja, wahrscheinlich. Wie weit darf meine Module dann dran sein? Weil ich das Basismodul habe und angenommen, ich jetzt eine Steuerung fürs Haus oder ähnliches machen. Das kommt davon, was ist. Wir nehmen I oder C für die meisten Sachen her. Ja, das ist typischerweise nicht so weit irgendwie. Keine Ahnung, ich habe es noch nicht getestet, aber ich weiß, es gibt Verstärkerbausteine mit I oder C, die kosten auch plus 1 Euro. Da kann man es dann irgendwie bis 20 oder bis 100 Meter, glaube ich, fast I oder C sozusagen fahren. Ja, weil I oder C für sowas nicht ausgelegt. Nee, genau, aber es gibt von NXP, die haben da so extra solche Ballerdinger. Der wäre besser, die RSP85 zu verwenden. Da gibt es auch Module, wenn ich die externen Knoten anbinde. Da sind wir noch auf der Suche nach einem sinnvollen Hauskurs, den man verwenden könnte, der einfach wäre irgendwie. Aber soweit sind wir noch nicht von den Kapazitäten her sozusagen. Wenn ich sage, ich möchte entfernte Knoten irgendwie mit RSP85 machen. Also RSP85 kann man laufen oder auch Modbus, den ich oft verwende für sowas. Es gibt auch Beispiele. Eine allgemeine Frage, wie finanziert ihr eigentlich das Projekt? Ist das gefördert oder ist das so verleihen oder ist das so verleihen? Wir machen das also selber, ich war an der Hochschule, bin immer schon im Open Source Bereich. Wir sind eine kleine Firma, die Open Source Hardware Software macht. Wir bauen die Dinger und verkaufen die eben die Module in einem Shop. Sozusagen. Haben dann immer Studenten von der Hochschule, die ein Praxissemester machen, die werden darum wieder bezahlt mit gemeinschaftlichen Projekten. Genauso haben wir immer so einen Mix aus allem. Also, wir haben schon überlegt, ob man einen Verein mal draus machen sollte, irgendwie sowas, aber bis jetzt ging es eigentlich so ganz gut voran. Ich habe keine Konflikte. Wir haben auch viele Firmen, die uns mal ganz erstaunt fragen auf der Messe, wenn wir den Zeug sagen: Ja, nimm doch das und dann Entwicklung, ja, und dann sagen: Ja, von was leben wir? Wenn wir das den Leuten herschenken, weil wir sagen, ihr nehmt die Schaltungen, macht damit, was ihr wollt, ist uns egal. Aber jetzt haben wir schon wenigstens kennengelernt dadurch. Jetzt entsteht ja was. Jetzt wisst ihr, dass wir das machen, haben wir auch was davon. Das ist einfach Open Source Geschäftsmodelle, die man einfach ja, leben kann, so wie sie gedacht sind oder wie sie gemacht sind, die die kommerzielle Welt nicht so versteht. Das weiß ich eigentlich gar nicht. Also wir geben die Sachen gerne her und sagen auch, baut selber was. Und wenn jemand kennt, macht er was draus. Das ist gar kein Thema. Gut, dann bedanke ich mich. Achso, ich muss noch darauf hinweisen, es gibt irgendwie die Möglichkeit, den Vortrag zu bewerten im Netz anschließend. Feedbacks und sowas, ja genau. Das kann man eben auf der Homepage vom Graz Linux-Tag kann man den Vortrag bewerten oder ein Feedback geben, wenn man noch was wissen will oder irgendwie sowas, dass man das ein bisschen lebt und nutzt mal irgendwie. Das ist ein bisschen.